Grüß euch. Heute habe ich mich hingeguckt, weil sonst darf es mich wahrscheinlich umhauen bei dem, was ich dann heute erzähle. Es geht darum, was in Freilassing gerade los ist. Da geht es immer noch im Stadtrat um die Diskussion Matulusgarten. Man sieht es da. Das ist von heute, von bgl-land24.de. Da ist ein Antrag eingebracht worden von den Freien Wähler und von Pro Freilassing zum Thema Matulusgarten. Um die zwei Anträge geht es mir allerdings gar nicht, sondern um die Vertreter der ökomigrationspopulistischen Sekte mal wieder. Weil die sind schon wirklich lustig. Lustige Zeitgesellen, nur ernst nehmen, so hört man es nicht. Da ist also dieser Artikel vom Matulusgarten. Ich zoome das jetzt einmal ein bisschen mehrerei. Man sieht dann, um was für Areal das geht. Ich kreise das nachher auch noch ein, damit man es auch wirklich kennt, sonst ist es ein bisschen schwer zum Erkennen. Man sieht da die eine Fläche, die ist frei, da stehen Bäume. Und man sieht die andere Fläche, da ist nachher dieser geplante Bau zum sehen. Okay, aber wie gesagt, um das geht es nicht. Mir geht es um die Bäume. Die Sekte, die Grüne, hat nämlich für dieses Projekt gestimmt, dass also hier was gebaut wird. Dazu müssen allerdings Bäume weg. Habe ich nichts dagegen, ist beim Bauen so. Aber die Grünen halten wir wieder und einer von den eifrigsten Verfechter da in dem Stadtrat in Freilassing, ich nenne keine Namen, die kommen öfters mal mit wahnwitzigen Ideen raus. Unter anderem wollen sie einem Discounter vorschlagen oder derjenige will einem Discounter vorschlagen mit einem Gestaltungshandbuch für Schaufenster, wie die Schaufenster zu gestalten sind. Also die dürfen dann nicht grau sein, weil er misst es zu dunkel. Er merkt nachher nicht anscheinend, dass der Discounter auf oder zu hat. Und diese Gruppierung, diese Sekte ist auch immer ganz fleißig mit dabei, wenn es um Schimpfen geht. Unter anderem bei dem Thema. Da war eine Hecke an der Fußgängerzone in Freilassing gestanden. Die war jetzt wirklich nicht so schön. Ende der Hauptstraße. Und jetzt schaut es halt so aus. Jetzt sind da Steine dort. Und dann hat die Sekte zusammen mit dem Naturschutzbund und mit anderen Spinner und Irre wirklich sind sie auf die Barrikaden schon mal wieder gegangen, weil jetzt fällt das Ganze grün und das beeinflusst das Klima, das Mikroklima geht kaputt, wenn an diesem kleinen Stellchen da der Steine sind, statt einer Hecke, man soll da was Anständiges pflanzen. Jetzt schauen wir uns das Ganze nochmal an. Das da ist ein kleiner Ort in Freilassing, da passt vielleicht ein Baum hin. Da geht es der Sekte um die Bäume, ums Klima, die ganze Welt geht unter deswegen. Und an der Stelle, im Matulusgarten, da kommen ganze Häuserreihen hin, wo vorher Bäume waren. Da sehen sie es dann ein. Ich habe aber von der Sekte nirgendwo, in keinem Artikel, in keinem Auftritt, in keiner Veröffentlichung gelesen, dass das Gebäude das Mikroklima der Stadt Freilassing ändern wird. Also, wie gesagt, wenn es nicht so traurig war, auch mit der heiligen Gretel, die da durch die Gegend hüpft, und mit den Jugendlichen von uns, die eher hinterher hüpfen in den Untergang ganz fröhlich, kann man eigentlich drüber lachen. Aber ich habe mir lieber hingeguckt, weil sonst täte es mich echt umgehauen. Aber in dem Sinn, sie sind immer für einen Lacher gut. Man muss nur erkennen. Ich sag's nochmal, das hier ist gut. Das hier ist böse. In dem Sinn, schönen Tag für dich.